Nach dem gestrigen Fernsehduell gehen wir zuversichtlich in die letzten Tage vor der Bundestagswahl. Das Duell hat gezeigt, dass Angela Merkel souverän und in allen Themen fest verankert die Positionen vertreten hat. Das sehen auch die Menschen so nach den Meinungsumfragen. Und deswegen gehen wir aus der Situation mit Zuversicht. Wir werden nicht übermütig. Wir wissen, dass es noch einige Zeit geht und dass die Wahl erst entschieden ist, wenn die Wahllokale abgeschlossen worden sind. Aber und deswegen arbeiten wir. Aber wie gesagt, wir sind doch zuversichtlich. Was uns natürlich schon etwas überrascht hat, war, dass Herr Schulz auf die Frage, mit wem er und mit wem er nicht koalieren will, sich nicht geäußert hat, sodass wir davon ausgehen müssen, dass er nach wie vor mit der Linken liebäugelt. Und ich gehe auch davon aus, wenn Rot-Rot-Grün möglich wäre, würde er es machen. Und deswegen werden wir darüber auch im Wahlkampf sprechen, dass er so wenig aus der Situation damals im Saarland gelernt hat, ist ja auch schon überraschend.